Grüßt euch, Freunde. Ich hatte jetzt 2 Jahre lang in iMac und da ist noch leider beim Autounfall ums Leben gekommen. Und mich hat es gestört, wenn ich unterwegs war, weil ich relativ oft bin, immer das Ding abbauen musste. Ich dadurch immer so, ja, war alles ein bisschen sperrig. Und ich wollte aber nicht 2 PCs haben, immer das hin und her. Und von daher habe ich mir ein MacBook Pro geholt, 13 Zoll. Und passt. Kommen wir zu den wichtigen technischen Daten. Verbaut werden kann ein i7 mit 2,8 GHz, 16 GB RAM, 4 Thunderbolt 3 Anschlüsse und eine 2 TB SSD. Ja, das ist ziemlich ordentlich. Zu meinem Teil, ich habe eine etwas andere Ausstattung genommen und ich komme trotzdem bestens damit zurecht und 256 GB reichen mir aus, weil ich habe den Rest alles in der iCloud bzw. auf einer externen Festplatte und da passt das alles, weil sonst wird es mir ein bisschen zu teuer. Dann aber wurde zum Display, normale True-Tone Display mit 500 Nits, gestochen scharf, man kann es bestens ablesen, auch draußen, ja. Das funktioniert. Dann noch ein paar Worte zur berühmten Tastatur. Ich kann mit der super schnell schreiben, funktioniert gut und ich habe trotzdem vorsichtshalber eine Apple Care nochmal abgeschlossen. Für den Fall der Fälle, dass die Tastatur irgendwann nicht mehr geht, wovon ich zu 90% ausgehe, dass irgendwann mal was hängt und nicht mehr funktioniert. Die Beleuchtung finde ich ganz in Ordnung, wobei ich manchmal ganz kleines bisschen nicht so ideal ausgeleuchtet finde. Die Touchbar. Ich persönlich nutze die für die Escape-Taste. Ja, ich finde sie eigentlich nicht, will ich sagen, sinnlos, aber ich probiere immer die zu verwenden, nur wenn ich dann am Computer bin, muss ich immer umgreifen. Das nervt mich so ein bisschen. Manche Sachen sind sehr sinnvoll, Papierkorb, Kalendereinträge dazu. In Final Cut kann man auf der Timeline hinher wischen. Ist alles sinnvoll, nur mich nervt trotzdem. Ich brauche sie nicht unbedingt. Die müssen größer sein, die müssen ein kleines Feedback haben. Weil so fährt man einfach drüber und ja, man spürt einfach kein Feedback. Das ist einfach nervend. Lautsprecher, was will ich dazu sagen? Die sind gut, sehr gut. 16 Zoll Modell sind natürlich noch mal einiges besser. Aber wenn ich unterwegs bin, höre ich eh meistens über Headset die Musik an, je nachdem, was ich drüber mache. Und das reicht mir genauso zu. Ein paar Themen noch zur Akkulaufzeit. Ja, dadurch ich ja meistens an den MacBook eigentlich meistens nur arbeite. Persönlich finde ich die Akkulaufzeit scheiße, weil angenommen ich schneide ein Video, Final Cut, ist der Akku 100% vollgeladen, allerspätestens nach 2 Stunden oder dann haben wir noch 4 Stunden ist er breit. Dann muss ich definitiv wieder laden. Das nervt, aber gut, ist halt so. Ja, Touch ID ist noch verbaut, was ich sehr praktisch finde. Weil ich meinen Computer meistens nicht ausschalte, meist im Ruhemodus bin. Rechts oben Touch ID draufgedrückt, fertig. In Webseiten anmelden, Passwörter speichern. Ja, ich speichere alle meine Passwörter in die iCloud-Schlüsselbund. In den iCloud-Schlüsselbund. Und ja, das funktioniert wirklich gut. Ist mir auch egal. Ha! Ja! So, grüßt euch, Freunde der Sonne. Ich bin voll im Arsch. Deshalb war das Testvideo auch nicht so schön. Aber ich hoffe, die meisten können ein bisschen was damit anfangen. Weil, ja, ich hoffe es einfach. Aber nächste Woche geht es wieder ab, weil da bin ich gut drauf. Und mit gut meine ich gut. So Jungs, bis später. Horido, ciao, ciao. Bis später mal.